Hallo, ich heiße Katrin Keller und heute erzähle ich euch etwas über mich. Also Lumülen ist einfach toll, weil wir halt sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Also wir können, wenn schlechtes Wetter ist, können wir in den Hallen reiten. Wir haben zwei große Hallen. Wir können auf einen großen Außenplatz, also für die Dressur gehen. Dann haben wir einen großen Springplatz. Und wenn wir wollen, kann man natürlich direkt ins Gelände. Und Lumülen ist nun mal bekannt für Gelände. Und also egal, worauf man gerade Lust hat oder was man gerade machen möchte, kann man sich komplett ausleben. Mich zu beschreiben ist, glaube ich, ganz einfach. Also ich bin definitiv pferdeverrückt. Also seitdem ich schon ganz klein bin, ich bin immer im Stall gewesen. Ich konnte es eigentlich nie abwarten, irgendwie meinen Pony zu treffen und was mit dem zu machen. Ja, lebensfroh und freue mich einfach, dass ich dieses Glück habe, dieses Leben leben zu dürfen. Meine Eltern sind auch Berufsreiter und ich bin aufgewachsen bei uns zu Hause auf dem Gestüt. Und mein Großvater hat da auch immer mitgeholfen und da bin ich auch schon dann, als ich ganz, ganz klein war, mit Füttern gegangen und habe Ausmisten geholfen und sonstige Sachen. Und eben natürlich durch meine Eltern war das natürlich ganz klar, dass ich dann sehr früh ans Reiten gekommen bin. Und dadurch hatte ich schon immer eine sehr pferdebezogene Familie. Es ist wirklich so, dass ich als jüngeres Mädchen, also mit 13 habe ich ja wirklich das als Leistungssport angefangen, nie etwas darüber kommen lassen habe. Es bedeutet also, wenn irgendwelche Geburtstage waren, war ich zwar manchmal ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei sein konnte, aber im Endeffekt hat mir das Reiten so viel gegeben und auch die Freunde beim Reiten, dass ich da wirklich immer sehr, sehr glücklich war. Ich versuche immer das Beste für meine Pferde zu machen und meine neue Leidenschaft ist eben das Heubedampfen. Das ist, wäre ich ganz sitzig, wenn man das erstmal hört, aber ich habe natürlich erst den Test gemacht. Also bevor ich eben mir einen großen Heubedampfer besorgt habe, habe ich eben mit einem kleinen angefangen und habe tatsächlich, wenn ich durch den Stall gegangen habe, allen Pferden das nicht bedampfte und das bedampfte Heu angeboten und die haben immer das bedampfte Heu gefressen. Man muss ja immer ein Ziel haben, damit man weiß, wo man hin möchte. Wenn man ziellos ist, dann kann man ja keinen Weg anstreben, sondern bleibt irgendwo liegen auf dem Weg. Also ich habe immer Ziele und setze mir auch selber immer Ziele und habe selber an mich Ansprüche und die versuche ich auch zu verwirklichen und zu verfolgen. Jetzt habt ihr etwas über mich gehört und beim nächsten Mal stelle ich euch meine Pferde vor.